Kamal, du warst im März und April in Syrien. Daraus ist dieser Report entstanden: Rojava, Schutzzone für religiöse und ethnische Minderheiten in Syrien, in Nordsyrien. Welche Frau sehen wir auf dem Titelbild, die da mit dir spricht? Auf dem Titelbild sehen wir eine Armenierin, die ich am 25. März 2016 in der Stadt Al-Hasaka auf der Straße getroffen haben, als ich und mein Freund Kim Hussein Rewe unterwegs waren. Wenn die Kurden von Rojava sprechen, was meinen Sie damit? Rojava, das ist der Westen. Eigentlich ist Rojava Kurdistan, also Westkurdistan. Mit der Zeit dann hat man den Begriff gekürzt. Rojava Kurdistan wurde nur Rojava. Ich glaube, mit Rojava nimmt man auch Rücksicht auf die Minderheiten, die das Gebiet ungern als Kurdistan nennen, sondern nur Rojava der Westen. Man meint Nordsyrien, wo früher mehrheitlich kurdisch gelebt haben, der Norden von der Provinz Al-Hasaka, im Nordosten von Syrien, Kobani, dann die kurdische Enklave im Westen in Afrin. Du bist dann von Kamischli nach Kobani gefahren. Was für eine Reise ist das? Erstmal, diese Reise ist nur dann möglich geworden, nachdem die kurdischen Einheiten, YPG, mit ihren Verbündeten von Syrian Democratic Forces die Region Tal Abyad erobert haben. Tal Abyad liegt genau dazwischen, zwischen Al-Kamischli, Al-Hasaka und Kobani. Dazwischen in Tal Abyad waren lange Zeit IS-Kämpfer. Ohne die Eroberung von Tal Abyad wäre die Reise nach Kobani gar nicht möglich. Und durch die Eroberung von Tal Abyad ist der Landweg frei von Kamischli, Amuda nach Kobani. Man sieht ein Schild: Willkommen in Kobani. Natürlich sofort denkt man an die Situation der Menschen in Kobani, als die belagert waren, von allen Seiten angegriffen worden durch die IS-Kämpfer. Das waren heftige Kämpfe. Viele Menschen haben ihr Leben verloren. Man redet von 1500 Kurden, die ihr Leben verloren haben, um die Stadt von den IS-Kämpfern zu befreien. Dann kamen die kurdischen Peschmerga aus irakisch-Kurdistan unter dem Druck der Vereinten Nationen, dann die Luftunterstützung durch die Amerikaner. Also ich habe großen Respekt vor den Menschen in Kobani. Die Menschen haben die Stadt zum Teil auch wieder aufgebaut. Was bedeutet wieder aufgebaut? Für alle, die zurück wollten aus der Türkei, aus den Flüchtlingslagern. Man hat schnell wieder den Schutt weggemacht und so weiter. Läden waren auf, man konnte auf der Straße auch wieder Falafel essen. Aber wir haben immer wieder von den Menschen in Kobani gehört: Wenn der Grenzübergang in die Türkei geöffnet oder offen wäre, dann hätten die viel schneller den Wiederaufbau zustande bringen. Der Grenzübergang ist aber vollständig gesperrt in beide Richtungen. Für Baumaterialien, also Maschinen dürfen nicht passieren, aber zweimal pro Woche nur One Way, also die Flüchtlinge aus Kobani, die in der Türkei noch sind, dürfen zweimal in der Woche nach Kobani kommen. Die müssen aber nachweisen, dass sie wirklich aus Kobani. Die dürfen nicht nur rein, raus darf man nicht. Aus eigener Kraft versuchen die, die Stadt wieder aufzubauen. Nach Informationen von Anwar Muslim, des Präsidenten des Kantons, also mindestens die Hälfte sei zurückgekehrt. Und ich habe Bilder auch gemacht auf den Straßen, mit den Menschen Tee getrunken, die haben mich zum Essen eingeladen. Ich habe mich wirklich für die Menschen dort gefreut, dass dieser Wille zum Wiederaufbau so stark ist, dass die nicht in den Flüchtlingscamps in der Türkei leben oder den Weg nach Europa, sondern dort bleiben und die Stadt wieder aufbauen. Und du warst auch während des Nauruz-Festes da. Das war am 21. März. Wir haben an dem Hügel Nauruz gefeiert. Ich bin an dem Tag, am Nauruz-Tag, die kurdische Polizei hat mir verboten, den Hügel hochzulaufen, aber ich habe immer
Wege gefunden. Irgendwann konnte ich bis zum nach oben dann auch laufen mit meiner Kamera. Dort oben habe ich ein paar Bilder gemacht. Da habe ich dort eine kurdische Frau, eine Befehlshaberin der YPG bzw. YPJ von den Fraueneinheiten, ein langes Gespräch, ein nettes Gespräch auch geführt. Der Islamische Staat ist ja nochmal zurückgekommen bzw. hat nochmal terroristische Anschläge verübt. Es gab Anschläge, viele Menschen haben ihr Leben verloren. Dieser Zwischenfall ist bis heute nicht aufgeklärt. Wie konnten einige IS-Kämpfer, man sagt, die kämen als Zivilisten vom Süden, andere sagen, nein, sind über die türkische Grenze in die Stadt gekommen, angekleidet in YPG-Uniform und haben viele Menschen, viele Zivilisten auf der Straße erschossen. Am 20. März, also am Abend des Nauruz-Tages, habe ich auch den Friedhof besucht. Das waren wirklich sehr, sehr traurige Bilder. Frauen, Kinder, Alten, die ihre Verstorbenen gedacht haben. Ich habe dort viele Frauen gesehen am nächsten Tag auf der Straße, auch am Nauruz-Fest und so weiter. Und IS war so 30, 40 Kilometer im Süden. Das zeigte mir der Wille der Frauen dort, dass man nicht aufgibt, dass man will wieder weiter feiern und so weiter. Und einfach so, wie man will. Ne? Manche Frauen traditionell angekleidet mit Kopftuch, aber viele auch junge Frauen ohne Kopftuch. Mhm. Das waren wirklich schöne Bilder in dieser zum Teil zerstörten Stadt.